Goodbye, England's rose. May you ever grow in our hearts. You are the grace that placed yourselves where lives were torn apart. Der 31. August 1997 ist ein schwarzer Tag in England. Lady Di verunglückt bei einem Autounfall in Paris tödlich. Ganz Großbritannien steht unter Schock. Die Trauer um die beliebte Königin der Herzen ist enorm. Als ihre Mutter stirbt, sind Prinz William und Prinz Harry gerade einmal 12 und 15 Jahre alt. Die berührenden Bilder, als die beiden Söhne dem Sarg ihrer geliebten Mutter bei der Trauerfeier folgen, gehen um die Welt. Anlässlich des 20. Todestages von Diana erscheint die Dokumentation Diana, Our Mother, Her Life and Legacy. Zum ersten Mal sprechen Prinz William und Prinz Harry über ihre Mommy, wie sie Diana genannt haben. She was one of the naughtiest parents, but she understood that there was a real life outside of palace walls. She was our mum, she still is our mum. You know, like, of course, as a son, I would say that she's the best mum in the world. She smothered us with love, that's for sure. Für die royalen Brüder ist es auch 20 Jahre nach dem Tod ihrer geliebten Mutter nicht einfach, über sie zu sprechen. Viele Jahre vermeiden es die Prinzen, in der Öffentlichkeit ihre Gefühle zum Ausdruck zu bringen. Aber Diana soll niemals in Vergessenheit geraten. Auch der kleine Nachwuchs, Prinz George, und seine Schwester Prinzessin Charlotte sollen ihre Oma, die sie leider nie kennenlernen durften, nie vergessen. Dafür sorgt Papa William, der den Kleinen vom Schlafen gehen Geschichten über ihre Großmutter erzählt. Dianas Erbe soll am Leben erhalten werden. Your legend ever will.